Kasse, Tim! Tim, Miki, komm mit! Alex, Tim! Yes!
Ja, vielen Dank erstmal und also erste Halbzeit, ausgeglichenes Spiel, finde ich. Wir haben natürlich ein frühes Tor gemacht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Eintracht, wenn, ich gucke nochmal, ob da jemand kommt, dass Eintracht sogar ein bisschen gefälliger gespielt hat, ohne dabei klare Torchancen zu haben. Und in der zweiten Halbzeit finde ich, dass wir uns da gefangen haben und auch das gemacht haben, was wir uns vorgenommen haben. Nicht mehr, Eintracht hat ja ausschließlich mit langen Bällen operiert eigentlich, das ist ja auch deren Stärke. Wir haben eben versucht, dann Fußball zu spielen und das ist uns in der zweiten Halbzeit besser gelungen. Und
also aufgrund der 90 Minuten, da hatten wir noch ein paar Chancen liegen lassen. Finde ich, ist das ein verdienter Sieg. Erste Halbzeit hätte es anders laufen können. Ich glaube, die hatten sogar noch eine gute Chance, die habe ich auch schon wieder verdrängt. Egal, auf jeden Fall innerhalb der 90 Minuten ganz klar verdienter Sieg und ich freue mich da auch drüber. Sehr doll, weil ist ja mein letztes Spiel und ich denke, das wird auch so lange, so schnell nicht mehr wiederkommen, dass ich als verantwortlicher Trainer dann wieder an der Seitenlinie stehe, bei oben steht er, denke ich. Und von daher wird heute Abend noch gefeiert. Genial, ne? Hätte ich selber nicht mit gerechnet. Und ja, das ist, also wenn mir einer vorher erzählt hätte, wir würden in 12 Spielen 28 Punkte holen und würden dann zu 0 Pokalsieger werden, das hätte ich wahrscheinlich definitiv, hätte ich den für verrückt erklärt. Und ja, ist ein kleines Märchen für mich, ne? Und freut mich sehr. Aber vor allem freut es mich vor allem für den Verein und für die Mannschaft. Ne? Die haben sich das erarbeitet und haben auch gezeigt, dass es einfach eine gute Mannschaft ist. Und von daher super. Schöner geht's nicht. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die ersten 10 Minuten war Umstede bissiger, war wacher, geht sogar folgerichtig dann auch 1-0 in Führung. Tja, wir haben versucht, danach ein bisschen ein Spiel zu finden. Ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Ich würde sagen, wir haben uns fehlt ein bisschen die Durchschlagskraft, keine Frage, aber an sich wurden wir besser, hätten uns vielleicht auch ein Tor verdient gehabt. Na gut, dann geht's in eine Pause mit 1-0. Wir müssen dann irgendwann was tun und wie ein Genickbruch kommt dann im richtigen Moment das 2-0 durch Umstede, die zweimal das gleiche Tor machen, weil wir einfach ein bisschen nachlässig waren. Ja, und dann fehlt uns dann doch ein bisschen die Durchschlagskraft, um jetzt noch Vollgas drauf reagieren zu können. Über das 3-0 brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Das ist definitiv keine Notbremse, was der Schiri zu meinem Spieler gesagt hat. Dem es deswegen auch richtig schlecht geht, weil er sich Vorwürfe macht, was er nicht muss. Ja, und er fällt durch den Freischuss, ein super geiler Freischuss, super geschossen, das 3-0 und ja, dann ist das Spiel gelaufen. Ich würde mal so mutig sein zu sagen, dass wir nicht so viel schlechter waren als Umstede. Vielleicht haben sie, wenn man alles zusammenrechnet, doch einigermaßen verdient gewonnen, aber auf jeden Fall 2 Tore dann zu hoch. Doch, aber ich will der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die hat es auf jeden Fall versucht. Ich würde mal sagen, dann war es eben die Tagesform, auf die ich auch hingewiesen hatte, die dann verhindert hat, dass wir es drehen konnten. Gewollt haben alle, gewillt waren alle und die hatten auch verstanden, worum es geht. Für viele sowieso, für mich natürlich auch. Und also ich will da meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Dann ist das so. Dann ist es auch in Ordnung, das Leben geht auf jeden Fall weiter. War Bonus, das Pokalfinale ist immer schön, wenn man das gewinnt. Und wenn du es dann nicht gewinnst, dann ist das so. Wir alle können dann nach einer gewissen Zeit mitleben. Ja, ich muss natürlich sagen, wie gesagt, Bonus. Ich glaube, als Fünfter abzuschließen die Saison ist in Ordnung. Für den SV Eintracht, erste Herren, sowieso ein sehr gutes Ergebnis, was sie 11 Jahre mindestens schon nicht mehr hatten. Schade, wir hätten es krönen können. Natürlich ist ein Pokalfinale, das man gewinnt, ein geilerer Abschluss als das hier. Aber ich glaube, ich hatte eine schöne Zeit bei Eintracht. Ich habe coole Leute, coole Jungs gehabt. Ich war zufrieden mit dem Verein. Das liegt, also es ist nicht der Grund, warum ich gehe, sondern einfach nur aus meinen eigenen Motiven. Und ich kann mich nicht beschweren über den SV Eintracht oder über die Zeit. Ich bin zufrieden, so wie es gelaufen ist. Yeah.